Hey Lenny, du arbeitsscheue Kalkleiste. Hey Moa, du alter Hartz-IV-Terrorist. Na Lenny, stichst du hier auch an? Nee, eigentlich nicht. Mensch, das sind aber viele Leute hier. Was gibt's denn hier so Geniales? Bananen, Südfrüchte. Ach nee, Bananen, das war damals in der DDR. Aber heute bekommst du die ja an jeder Ecke. Ja, deswegen wundert's mich ja, dass hier so viele Leute stehen. Außerdem hätte doch sein können, dass der das noch aus Gewohnheit macht. So wie Werner immer noch Jägermeister trinkt. Ach, du meinst, der braucht den Alten nicht mehr? Na, überleg mal. Sein Doc hat doch gemeint, er soll kein Alk mehr saufen. Und aus Gewohnheit macht er das noch. Hey, schwupps, schon wieder eine Brieftasche. Na, 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 na. Siehste? Du klaust ja auch aus Gewohnheit Brieftaschen. Und so ist das bei Werner mit dem Saufen. Da siehst du mal, was so eine Gewohnheit alle kann. Echt krass. Genau, krass, Alter. Aber was gibt es denn nun hier? Das ist eine sehr geniale und gleichzeitig sehr durchdachte Frage, mein Bester. Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Was? Das weißt du gar nicht? Sag mal, Moat, weißt du eigentlich, dass du immer mehr verkalkst? Das ist doch eine Schnapsidee, hier zu warten. Ich bin vor einer Stunde hier vorbeigekommen und da ging die Schlange noch bis zum Brandenburger Tor, mein Alter. Und da dachte ich mir, Moat, stell dich halt mit an, um zu sehen, was das da vorne gibt. Mann, Mann, Mann. Wer stellt sich denn auch freiwillig hier stundenlang hin bei dem Sauwetter, ohne zu wissen, was es da vorne gibt? Und, was hast du sonst noch für einen schlauen Einfall? Ich dachte, wenn ich hier noch 2 Stunden stehe, kann ich ja dann gleich in die Schenke. Die machen ja dann auch auf. Geile Idee. Hey, weißt du was? Ich warte hier mit dir und du gibst mir nachher einen aus. Cool, wieder so eine Gedankenüberkopplung. Das wollte ich dir gerade vorschlagen. Das ist eine Art Geistesblitz. Ganz genau. Belly, 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 belly.